So Leute, da sind wir wieder. Unsere heutigen Aufgaben sind erstmal aus Versehen den Filter ändern. Unsere heutigen Aufgaben sind erstmal die Nookmeilen Plus Aufgaben. Und zwar haben wir letztes Mal die noch nicht fertig gemacht. Eigentlich müssten es 5 Stück sein. Ich habe aber aus Versehen schon eins davon erledigt. Und zwar habe ich ein Foto gemacht. Ups. Aber wir haben noch 4 Aufgaben zu tun. Und wahrscheinlich müssen wir eigentlich noch mehr machen. Eine Sache, die wir nämlich auch noch vorhaben heute, ist genug Nookmeilen zu bekommen, um bestimmte Sachen zu bestellen. Unter anderem der Taucheranzug, Profi-Design und so weiter. Ich bin es nämlich ein bisschen leid, in dem Tanktop hier rumzulaufen. Ist ein bisschen kalt. Also ja, was sind unsere Aufgaben? Wir müssen eine Karausche fangen, 3 Schneeflocken, Bäume oder Büsche pflanzen und Sternis durch Verkäufe verdienen. Das hier ist richtig easy. Ich denke mal, das geht, wenn ich einfach eine Frucht einpflanze. Wenn es nicht geht, kaufe ich mir halt einfach einen Setzling. Das sollte ich hoffentlich auch hinbekommen, wenn ich nicht wieder so Cringe-Fail bin und einfach diese Schneeflocken nicht kriege. Das ist so eine Glückssache. Manchmal sind Fische sehr elusive. Das kann halt ein Problem werden. 5000 Sternis verdienen, wenn ich nicht wirklich was verkaufen darf, außer gebasteltes Materialien und Rüben. Rüben, die wir nicht haben. Kann ein bisschen schwierig werden. Fangen wir doch mal an mit den Schneeflocken. Sollten ja eigentlich genug von rumfliegen. Oh. Yay, okay, okay, gut, gut, fängt gut an. Wenn wir schon mal hier sind, können wir auch den Schmetterling mitnehmen. Nice, 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 nice. Noch 2 Schneeflocken, noch 2 Schneeflocken, noch 2 Schneeflocken. Aha. Nice, nice. Noch eine Schneeflocke. Where are you? Angel of my nightmare. Da bist du. Und direkt gefangen. Da ist unser erstes Ziel doch schon erreicht. Und ich sehe, da schwebt was über uns. Wir brauchen auch unbedingt den Werkzeugring. Das war dumm. Das war klug. Und was haben wir? Aquariumkugel. Oh, cute. Das gefällt mir. Die nächste Aufgabe. Fange eine Karausche. Jetzt ist die Frage, ist das ein Flussfisch oder ein Meeresfisch? Werde ich mal eben ganz schnell googeln. Okay, das ist ein kleiner Flussfisch. Da laufen wir doch mal den ganzen Fluss ab. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Oh, könnte das direkt eine sein? Könnte ich Glück haben? Und, ist das eine? Wir hatten noch keine Karausche. Nice, dann können wir das vor Eugens Zelt stellen, damit wir ihm die geben können, wenn er dann da ist. Da sind unsere wunderschönen Meilen. Baumpflanzen, Büsche haben wir noch nicht. Ich, absoluter Horst, ich kann keine Frucht einpflanzen, da ich noch keine Schaufel habe. Das heißt, ich muss einen Setzling kaufen bei Nap. Wir haben noch nicht genug Geld dafür. Ich glaube, die kosten 160 oder... I don't know. Wir müssen ja für die Nookmeilen Plus sowieso Sachen verkaufen. Also machen wir das zuerst. Schauen wir doch mal, was für Bastelanleitungen wir haben und was davon realistisch ist, was wir bauen könnten. Wir haben ja jetzt die Axt. Das heißt, wir können Sachen mit Holz bauen, die wir dann auch verkaufen können. Und wir müssen 5000 Sternis verdienen. Oh, aber als allererstes sind wir mal sneaky. Wir haben halt noch keine Schaufel. Aber wir können nämlich auch so hoffentlich eine Barriere schaffen, womit wir den Stein hauen können. Oh, da kam ein Käfer raus und es ist der Money Rock. Das ist sehr nice. Ich will aber auch den Käfer. Bro, warum haben wir das letzte nicht gekriegt? Schnell. Wo ist mein Käfer? Oh mein Gott, ich habe meinen Kescher hier hingestellt. Nein, der Käfer ist weg. Das lief unglaublich schlecht. Aber wir sehen es positiv. Wir haben jetzt erstmal richtig Cash Money. Trotzdem gehen wir jetzt erstmal Holz hacken. Und zwischendurch natürlich auch immer wieder Unkraut einsammeln. Oh, fürs Holzhacken haben wir, glaube ich, auch gerade Meilen bekommen. Ah, das war eine Nookmeilen-Plus-Aufgabe. Aber halt keine von den Doppelten. Aber wir nehmen sie, wir nehmen sie. Oh, ah, ich habe die ganze Zeit gedrückt, dass ich meinen Werkzeugring aktivieren will, aber ah, den haben wir ja noch nicht. Au, 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 ich bin voller Wespenstiche. Ja, toll. Aber hey, vielleicht bringt uns ja jemand Medizin bei. Gewisser Holzkopf. Sollte ich meinen Passport ändern? Amateur-Holzkopf-Idee. Wir versuchen das gleiche Spiel hier nochmal. Vielleicht ist es ja jetzt gnädiger mit uns und diesmal platziere ich die Angel. Let's go. Das war nicht richtig. Ich hätte es näher dran platzieren sollen. Nein! Ich sterbe. Imagine being this cringe. I'm cringe, but I'm not free. Bevor wir irgendwas anderes machen, sprechen wir jetzt erstmal mit irgendwem, der uns hoffentlich ein Rezept geben würde. Was zur heiligen Butterblume ist mit deinem Gesicht passiert? Dich hat eine Wespe erwischt? Die sieht übel aus. Die Flatterviecher sind echt eine fiese Baggage. Baggage? Nee, Bagage? Was ist eine Bagage? What? Anyway, nächstes Mal machst du lieber einen großen Bogen um die... Oh, you don't say. You don't say. Tut bestimmt übelst weh. Hätte ich eine Ladung Medizin dabei, würde ich sie dir unbedingt
ungefragt abtreten. Das ist ja nett. Hab eine viel bessere Idee. Ich zeig dir einfach, wie du deine eigene Medis produzieren kannst. Ja, danke schön. Okay. Philippa Redemption Arc. Ja, mach ich. Dann machen wir uns jetzt Medizin und gucken, was wir sonst craften können. Vor allem brauchen wir halt nochmal eine Axt. Ich punch mir eine Medizin. Walter White. So gut wie neu. Ah, ich habe keine Äste eingesammelt. I'll be back. Mein Lieblingsbaum, irgendwie benutze ich den immer, um Äste zu bekommen, aber er ist ja auch der nächste Baum. Bro, gib her. Hallo. Hallo. Ja, dankeschön. Kann ich da bitte rein? Dankeschön. Was ist heute los? Wackelaxt, it's your turn. So, was können wir denn sonst noch bauen? Ich weiß, ich sollte eigentlich Sachen bauen, um sie zu verkaufen, aber ich mache jetzt erstmal Sachen, die ich brauche. Die Werkbank wird uns richtig gut helfen. Es ist nämlich immer gut, eine Werkbank im Inventory mitzuschleppen, damit man eben nicht immer zu Tom Nook gehen muss. Und den Spiegel will ich auch haben. Ich will nämlich schauen, ob wir schon ein paar Hairstyles haben, dass wir unseren ändern können. Ich mag nämlich den geraden Pony nicht so gern. Baumstamm-Falset Nummer 1. Nummer 2. Und Nummer 3. Wir bauen so lange, bis wir keine Materialien mehr haben. So, jetzt können wir nichts mehr machen. Verkaufen wir doch schon mal. Vielleicht sind wir ja schon nah an unserem Ziel oder schon da. Ich habe ganz viel gebaut für dich. 2140. Das ist okay. Das ist voll okay. Sind halt fast schon bei der Hälfte. Und wenn wir schon mal hier sind, kaufen wir doch gleich ein Bäumchen. Ich will was kaufen. Oh, ich möchte einen Nadelbaum haben. Und die kosten gar nicht mal nur 160, die kosten 640. Wucher! Hast du noch irgendwas, was relevant für mich ist? Nö. So, den Nadelbaum möchte ich bitte bei mir in der Nähe haben. Bei mir zu Hause. Packen wir doch mal direkt hier hin. Und da sind die Meilen. Und wir haben noch welche bekommen. Meilenstein. Jetzt neu. Meilen für Meilen. So komisch das klingt, aber du kannst Meilen sammeln, indem du Meilen sammelst. Jetzt neu nur bei... Okay. Jetzt haben wir schon 3000. Die werden sehr, sehr schnell schwinden. Nichtsdestotrotz freue ich mich sehr drüber. So, Return of the Axt. Wir brauchen nämlich noch einiges an Holz, um Geld zu verdienen. Oh, ein Insekt, oh, schnell. Aber es kommt ja wieder. Ich schüttel einfach nochmal. Und der gehört uns. Philippa freut sich für uns. Das ist lieb von ihr. Ein Sackträger. I see. Oh, nicht schon wieder. Aber wir haben ja jetzt eine Behelfswerkbank. Das heißt, wir können einfach draußen eine neue Axt machen. Braucht dafür nur noch ein paar Äste. Dankeschön. Das ist unser letzter Stein. Wir sollten gleich als erstes versuchen, noch ein paar Steine zu bekommen. Und da bin ich auch schon genau an der richtigen Stelle. Und ich hoffe, dass es diesmal klappt. Es wird halt einfacher, wenn ich einfach Löcher graben kann in den Ecken. Deine Mutter! Ey, ja okay, aber wenigstens haben wir jetzt 4 weitere Steine. Das ist schon gut. 4 Äxte kriegen wir daraus noch gemacht. Hab gerade bemerkt, wir haben nicht wirklich viel Inventory Space. Also denke ich mal, das Erste, was wir eigentlich kaufen sollten von unseren Meilen, ist mehr Inventory Space. Ich bringe jetzt mal ein paar Sachen nach Hause. Ich glaube, hier ist auch kein Platz mehr. Ja, sieht ein bisschen eng aus. Ah, aber hier haben wir noch Steine. Good to know. Ich räume mal auf, soweit es mich lässt. Will nämlich unseren schönen Spiegel hier hinstellen und direkt gucken, ob wir was verändern können. Ah, da ist nämlich die Frisur, die ich haben möchte. Müssen wir also nur noch die Augenfarbe und die Haarfarbe kaufen. Aber jetzt sehen wir doch schon mal ein bisschen mehr aus wie wir selbst. Die Aquariumkugel kriege ich bestimmt auch noch hier unter. Ich muss ja nicht überall drankommen. Es muss einfach nur irgendwas stehen. Was können wir denn nochmal bauen? Waschbottich? Ein Vogelhaus? Ich baue absichtlich nicht Sachen mit Eisen, es sei denn, ich brauche sie, so wie ich das Holztischspiegelchen hier brauchte, weil es einfach extrem schwierig wird, die 30 Eisen für Nooks Laden zusammenzubekommen. Also hat die Pfanne einfach überhaupt keine Rights gerade. Taschen sind voll. Wir haben Meilen bekommen. Schön, schön, schön. Wir verkaufen nochmal. 3040. Oh, wir haben es geschafft. Alle Nook-Meilen Plus sind erledigt. Dann schauen wir doch mal, ob wir uns was leisten können. Taschen richtig nutzen. Sie haben nicht genug Meilen. Wie viele sind das denn? Ich bin im Weg. 5000. 5000. Ja, nee. Müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Das ist nämlich die Priorität gerade. Muscheln darf ich nicht verkaufen. Fische kann ich fangen. Meilen einlösen, um Meilen zu bekommen, ist jetzt nicht so sinnvoll. Insekten kann ich versuchen zu fangen. Am Baum kann ich nicht fangen. Okay, es hängt jetzt erstmal daran, Fische zu fangen. Wird ein bisschen schwierig, die 5000 heute zusammen zu bekommen. Gucken wir mal, ob das klappt. Ich gehe da mal angeln und ich melde mich wieder, wenn ich die 5 Fische habe. 2000 Jahre später.
So, das war Fisch Nummer 5. Foto kriegen wir sofort hin. Mit einem Geschenk. Oh, das könnte gefährlich werden. Wenigstens gab's da für Meilen. Obst darf ich auch nicht verkaufen. Das Einzige, was ich machen kann, ist weiter Insekten fangen und hoffen, dass das danach ersetzt wird durch was anderes, was ich machen kann. Die Sache ist nämlich die, man darf nur die Verkaufsregeln brechen, wenn es eine Nuckmeilen-Plus-Aufgabe ist und es nicht anders geht. Also eine doppelte. Bei denen, die man jeden Tag machen muss. Bei ganz normalen Nuckmeilen-Plus-Aufgaben darf man es halt nicht. Insekten fangen im Winter, wir lieben es. Hi, Bam. No. Oh mein Gott. I'm so sorry. Hi, Weiwei. Gab's bei dir was Leckeres zum Mittagessen? Okay, er ist nicht wütend auf mich. Das ist schon mal gut. Eine klasse Insel ist das hier. Eine angenehme Brise, krachende Wellen, so viel Natur. Perfekt. Hier möchte ich unaufhörlich Insekten und Fische fangen und endlose Runden joggen. I would kill and die for you. Baby, ich möchte ein Foto mit dir machen. Komm schon, du bist so süß. Oh, das ist ein richtig schönes Side-Eye gewesen. Oh no. Also wenn Carlson dann irgendwann kommt, kann ich auf jeden Fall... Entschuldigung. Dann kann ich auf jeden Fall ein Modell von dem Kohlweißling bestellen bei ihm. Weil ich davon jetzt, glaube ich, schon 4 Stück habe. Man braucht ja nur 3. Und die eh nicht so viel... Darf ich das bitte mal hinstellen? Und die bringen ja eh nicht so viel Geld. Bruder, deine Mutter. Und dann hätte ich lieber so ein kleines, süßes Modell zum Hinstellen. Ist hier noch einer gewesen? Da ist einer. Sir, thank you. Danke für nichts. So instant neuer Kescher. Insektenjäger. Nice. Jetzt fehlen uns nur noch 500. Irgendwo muss doch noch ein Kohlweißling rumfliegen. Ich fange 5 Millionen Schneeflocken, aber keinen einzigen Käfer. Das Problem ist ja eben, dass diese Schneeflocken die Spawnpoints sozusagen von den Insekten auch übernehmen. Das heißt, für jede Schneeflocke, die rumfliegt, fliegt ein Käfer weniger rum. Und es ist ein bisschen ärgerlich, wenn man genau einen Käfer noch braucht. Brö, gib mich. Gib mich eins Käfer. Schatzi, schenk mir einen Käfer. Da ist einer. Ehrenhaft von dir. Vielen Dank für dein Leben. So, Moment of Truth. Mal sehen, was da jetzt für eine Aufgabe kommt. Oh, das kriege ich hin. Ich habe nämlich eben schon mit dem Gedanken gespielt, nicht den Taucheranzug zu kaufen. Sir? Ich habe eben schon mit dem Gedanken gespielt, nicht den Taucheranzug zu kaufen, den man mit Meilen kauft, sondern den, den man mit Sternis kauft, falls ich den halt schon bestellen kann. Kann ich nicht. Ich kann süße Valentinstagssachen kaufen, aber brauche ich die? Ich brauche auf jeden Fall diese Gartenlaterne. Und diese süße Hose brauche ich auch. Und es ist nie zu früh anzufangen, die Musik zu sammeln. Das ging doch einfach. Nächste Aufgabe bitte. Das schaffen wir auch. Obwohl, hold on. Versandfan. Wir brauchen gar nicht mal das Holz hacken. Wir haben die 5000. Und sogar noch mehr? Griff nach den Sternis. Wir haben sogar mehr, als wir brauchen. Für unsere Taschen. Nuckmeilen einlösen. Da ist es. Und so schwinden unsere Nuckmeilen. Ach, so ist das. Alles klar. Ich habe ein paar Tricks zur Taschenorganisation gelernt. Jetzt bekomme ich mehr in meine Tasche. Und remember, dafür bekommen wir meinen zurück. Ich denke, dann hacke ich doch noch mal kurz Holz, weil wir nämlich dann 800 haben. Und mit 800 kann ich den dämlichen Werkzeugring endlich kaufen. Ah, wie schön die Taschen jetzt sind. So viel Platz. Die nächste Expansion wird 8000 Meilen kosten und das ist ein Problem für wann anders. Wir schauen mal, ob wir noch Holz gehackt kriegen. Den Baum hatten wir schon. Da sind sie. 800 Meilen. Holen wir uns doch ganz schnell unseren wunderschönen Werkzeugring. Nuckmeilen einlösen. Möchten Sie 800 Meilen für Werkzeugring ein Muss einlösen? Bitte. I'm begging you. Danke. 0 Nuckmeilen. Ouchie. Ist das nicht wunderschön? Endlich der Werkzeugring. Jetzt brauchen wir nur ein paar mehr Werkzeuge. So, und bei meiner Kohlweißling-Armee beenden wir das Ganze heute. Wir haben wieder einiges geschafft. Wir haben den Werkzeugring, wir haben unsere Daily zweifachen Nuckmeilen gemacht, wir haben eine Kohlweißling Armee angeschafft und wir haben eine wunderschöne Frisur. Wir haben noch nicht den Taucheranzug bestellt, was sehr schade ist. Dennoch werden wir das nächste Mal den neuen Tag endlich starten. Und wir werden versuchen, so viel zusammenzubekommen wie möglich, um schon mal vorzubereiten für den Shop. Da werden wir nämlich 30 von jedem Holz brauchen und Eisen. 30 Stück. Keine Ahnung, wie wir das schaffen sollen, aber wir versuchen es, ne? Und damit, goodbye!